Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute habe ich das nächste kranke Gefährt für euch. Was soll ich lange drum rumreden und euch verschweigen, was ich hier habe? Ich habe das hier für euch. Das ist mal gewesen ein Hammer H2, der komplett umgebaut wurde von Boreco. Boreco ist eine tschechische Firma, die diesen Umbau gemacht haben. Und die haben aus dem normalen Hammer H2 einen Hammer H2 6x6 gemacht. Das heißt, wir haben den Anblick muss man erstmal sacken lassen. Ne? Das ist schon eine ganz heftige Geschichte. Also wie gesagt, wir haben hier den normalen Hammer H2 gehabt. Der wurde entsprechend erweitert. Das heißt, hier wurde eine dritte Achse angebaut. Diese Achse, das heißt im Endeffekt die mittlere Achse, das ist die hier, ist die ursprüngliche Serienachse und dann wurde die hintere Achse einfach dran gebaut. Dafür wurde eine extra Kardanwelle noch angebracht, damit das alles in sich funktioniert. Das Ganze ist auch etwas kleiner gemacht, weil die Höhe hier, die Höhe dieser Scheibe, ist ja nicht normal, weil der eigentliche H2 hat eine höhere Scheibe. Das heißt, das ganze Ding haben sie nochmal 10 cm tiefer und 10 cm kleiner gemacht. Aber das Ding ist quasi die volle Offroad-Packung. Von innen ist das einfach eine Wucht. Also man sieht ganz klar im Cockpit, dass das eine H2-Basis ist, weil wir hier das Hammerlenkrad haben. Wir haben den typischen Hammer-Schaltknauf bzw. den Schalthebel und eine ähnliche Konsole. Also das ist schon was Außergewöhnliches. Wir haben richtig geile Sitze drin. Davon haben wir auch 4 Stück. Das heißt, wir haben hinten genau die gleichen Sitze nochmal drin, weil ihr müsst euch überlegen, wenn ihr damit ins Gelände fahrt, müssen ja alle 4 Insassen richtigen Halt haben. Weil sonst wirst du durchgeschüttelt und dann fliegst du durch die Gegend. Das wäre natürlich nicht so schick. Auch hier hinten komplett Umbau. Der Motor ist geblieben, das heißt, die haben im Endeffekt den Hammer V8 drin gelassen. Motortechnisch gibt es mittlerweile von Boreco, habe ich im Internet nachgelesen, mit anderen Autos als Grundlage oder als Basis andere Motorabänderungen noch. Aber bei dem Ding ist das der normale Hammer V8, der da drin ist. Also das Teil ist einfach was ganz Außergewöhnliches. Habe ich noch nie gesehen. Also ihr seht ja hier nebenan den F-150 Shelby Truck, der schon krass ist, aber auch das hier, also Hammer, hat es bei uns noch nie gegeben. Ich vermute vorsichtig, wird es auch erstmal so schnell nicht mehr. Also das Ding ist einfach heftig.